Liebe Sammlerfreunde von Autografen und Autogrammen berühmter Persönlichkeiten. Nach über 20 Jahren ist es uns im Auktionshaus Felsmann eine besondere Freude, wiederum das Thema Autografen, Autogramme aufzugreifen und ein außergewöhnliches Angebot auf die Beine zu stellen. Jetzt im Rahmen der vor uns stehenden November-Auktion wird ein erster Teil einer umfangreichen Sammlung des Sammlers Axel Schirmacher, der 2017 verstorben ist, zum Teil in Einzellosen und Sammellosen angeboten. Dies ist ein erster Teil und wir werden diese Auktionen mit seinen Sammlungen und Autografen in den nächsten Auktionen fortsetzen können. Er betrieb seine Sammelleidenschaft, indem er umfangreiches Material in über 268 Leitsordnern systematisch ordnete und später, als er gar keine Zeit mehr hatte, um das so exakt zu machen, nur noch Konvolute aussortierte und vorsortierte, um sie später in seiner Rentenzeit genauer zuzuordnen. Das ist dann leider nicht mehr dazu gekommen und so ist dieser Nachlass heute hier in unserem Hause und soll entsprechend den Sammlern zurückgeführt werden. Wir haben also ein sehr interessantes Angebot in bildender Kunst, in Politik, in Musik, in Sport, Kirchenfürsten und so weiter. Sie finden dieses Angebot im Internet, auf unserem Online-Katalog, einzeln und im Besonderen. Das Highlight dieser Auktion ist ein Goethe-Brief, ein sehr interessanter Goethe-Brief, der auch über eine Reinschrift verfügt, sodass Details auch mit Abkürzungen klar zuzuordnen sind. Des Weiteren ist auch ein Brief seiner Schwiegertochter Ottilie von Goethe vorhanden, von dem Dichter Ludwig Uhland. Und sonst sind viele Größen der Popszene, der Musik und der Politik in Bildkarten mit Unterschriften vorhanden. Der Sammler Axel Schirmacher hat am liebsten Bildkarten mit Originalunterschriften gesammelt. Das sieht man hier in diesem Katalog, der Ihnen gerne zur Verfügung steht, in einer Breite, die schon beeindruckend ist. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bill Haley und natürlich Elvis und Michael Jackson sind auch dabei. Die Politiker von Brezhnev über Gorbatschow, ein paar Asiaten, de Gaulle, eine Handschrift und Nehru, Rainer Renier der Dritte und Gracia Patricia von Monaco und so weiter und so fort. Dann kommen hinten auch ein paar interessante Konvolute und Sammlungen und Zusammenstellungen, die Sie sämtlich in Bildform bei uns im Internet im Online-Katalog betrachten können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie am 17. November um 16 Uhr starten wir mit dieser speziellen Autografen-Sitzung dabei sein können. Im Live-Bidding, da bietet sich das am besten an. Da sieht man die Bilder nochmal vor sich und auch die Preise, die dort zustande kommen. Also der Start ist gegeben und ich glaube, wir werden dieses Thema wieder in alte Größen und alte Beliebtheit zurückführen, dass wir vor vielen Jahren ja einfach aus Zeitgründen haben aufgeben müssen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Dankeschön.